Leute, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so enttäuscht von einem Essen war wie heute. Wir wollten nämlich die viralen New York Rolls probieren und so schön sie auch aussehen, schmecken tun sie leider nicht so. Der Teig an sich war super fluffig, hat aber nach nichts geschmeckt und diese Schokofüllung innen hat einfach nach viel zu wässrigem Pudding geschmeckt. Wie diese Fertigpackungen, die man selber machen kann und zu viel Wasser hinzugegeben hat. Wir haben uns noch einen Matcha bestellt und der war auch gar nicht gut. Es tut mir leid, ich habe noch nie so eine Review gegeben, aber es war so schlecht. Wir konnten keine 15 Minuten in diesem Café bleiben. Auch wenn wir einen Platz gefunden haben, mit ganz viel Glück, man hat seine eigene Stimme nicht mehr verstanden, weil es so laut und voll war. Ich weiß, dass dieser Platz total im Hype ist, aber ich verstehe es nicht. Wie auch immer, die Enttäuschung war schnell vergessen, denn wir sind in einen riesigen Edeka gegangen. Von süßen Kuscheltieren bis hin zu guten Büchern und in diesem Edeka gab es alles und von allem viel. Und als ich das gesehen habe, hat meine Kindheitserinnerung Hallo gesagt. Wer hatte früher auch ein Topmodel-Heft? Bei uns in der Grundschule war das ein riesiges